Wer über diese Mauer wollte, riskierte sein Leben. Fast 500 Menschen wurden abgeknallt wie Tiere, weil sie dem Überwachungsstaat DDR entfliehen wollten. Wer wollte denn dort bleiben? Die Schriftstellerin Christa Wolf zum Beispiel. Ihr Buch Der geteilte Himmel erzählt die Liebesgeschichte von Manfred und Rita und spielt in der Zeit kurz vor und nach dem Mauerbau. Aber eine normale Liebesgeschichte kann es gar nicht geben in einem Staat, der jede Eigenständigkeit bestraft. Manfred hält es nicht mehr aus und flieht nach West-Berlin. Rita dagegen bleibt im Osten. Früher suchten sich Liebespaare vor der Trennung einen Stern, an dem sich abends ihre Blicke treffen konnten. Was sollen wir uns suchen? Den Himmel wenigstens können sie nicht zerteilen, sagte Manfred spöttisch. Den Himmel? Dieses ganze Gewölbe von Hoffnung und Sehnsucht, von Liebe und Trauer? Doch, sagte sie leise, der Himmel teilt sich zuallererst. Der geteilte Himmel erschien 2 Jahre nach dem Mauerbau. Für Christa Wolf war die Teilung Deutschlands eine Tragödie. Erstaunlich offen benennt sie auch die Mängel in der DDR, die totalitären Strukturen, vor allem den Mangel an Selbstverantwortung. Bei aller Kritik, dieses Buch ist auch ein Bekenntnis zur DDR, denn die war für Christa Wolf das moralisch bessere Deutschland. Erfolgreich war die Erzählung, wie übrigens die meisten ihrer Bücher, auf beiden Seiten der Mauer. Dieses Buch ist das erste über das geteilte Deutschland, ein historisches Dokument.